Hallo, ich bin's, mein Lächeln. Gefällt es Ihnen? Meine Zähne sind gepflegt, sauber und strahlend weiß. So sollte jedes Lächeln aussehen. Freundlich, einladend, erhellend, sympathisch, großzügig, liebevoll, einzigartig, erfrischend, gutmütig, leicht und schön. Sollte Ihr Lächeln nicht so aussehen, versuchen Sie, Ihre Zähne aufzuhellen. Mit dem neuen Whitening Pen Super Weiß. Es ist ganz einfach. Kappe abziehen und die Zähne regelmäßig bepinseln. Trocknen lassen und nach einer Weile den Mund ausspülen. Fertig! Das Ganze dauert nur wenige Minuten. Bei täglicher Anwendung von Super Weiß werden Ihre Zähne in nur 2 Wochen deutlich heller erstrahlen. Verwenden Sie den Whitening Pen von Super Weiß aber nur, wenn Ihre Zähne gesund sind. Kariöse Zähne oder Zahnfüllungen können Schaden nehmen. Das Zahnfleisch sollte geschont bleiben. Bei Unsicherheiten lassen Sie Ihre Zähne zuerst von einem Zahnarzt kontrollieren. Eine leichte Reizung ist normal. Schwangere jedoch, so der Hinweis des Herstellers, sollten Super Weiß nicht verwenden. Weil dies keine Werbung ist, sondern ein Trigami-Review, darf ich meine persönliche Einschätzung darlegen. Der Whitening Pen von Super Weiß hat den großen Vorteil, dass er weit günstiger ist als ein Bleaching beim Fachmann. Bei korrekter Anwendung ist das Resultat sehr zufriedenstellend. Einige Unsicherheiten sind bei mir aber geblieben. Was genau passiert mit den Zähnen? Und welche Nebenwirkungen sind zu befürchten? Weil der Erfolg, also das Resultat weiße Zähne, dem Produkt recht gibt, ist es durchaus ein Versuch wert, sich die Zähne mit selbstgemachtem Bleaching aufzuhellen. Wer das Produkt Whitening Pen von Super Weiß einmal ausprobieren möchte, besucht am besten www.super-weiß.de, wo man sich den Bleachingstift auch gleich bestellen kann. 3 Stifte gibt es zum Preis von rund 60 Euro oder 75 Franken. Auf Wiedersehen. Ich bin's. Ihr Lächeln.